Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Eastward. So, das ist das Intro, das lohnt sich auf jeden Fall anzusehen, weil es relativ gut gemacht ist und generell mag ich den Artstyle sehr in dem Spiel. Ich versuche mal nicht so viel drüber zu labern, vielleicht ab und zu mal ein bisschen. Da sind wir. Ich habe nicht so langes weißes Haar und bin nicht so dünn. Meine Mechaniker sind nie so gut gelaunt. Und ich glaube, das ist der Bösewicht. Sieht zumindest böse aus. Gut, der sieht jetzt auch nicht freundlicher aus. Der da schon. Die hat eingebaute 3D-Sicht. Falls sich noch welche von euch an die rot-blauen Brillen erinnern, die es früher gab für 3D. Ui, was war denn das für eine dunkle Hand da hinten? Das ist cool. Ich hoffe, wir können auch übers Wasser fahren. Und im Dschungel? Naja, das passt ja zum Spielnamen. Es geht nach Osten. Und das sieht so aus wie auf einer Prophezeiung. Eastward, ich hatte recht. Verzeihung. Die Prophezeiung hat sich schon erfüllt. Na gut, dann wollen wir mal. Ich habe so ungefähr 2 Stunden schon in dem Spiel. Das heißt, wir fangen einfach in einem neuen Slot an. Vielleicht im 4. Warum nicht? Es ist wenigstens symmetrisch zwischen links und rechts. In einem entlegenen Winkel des Kontinents lag einst ein wohlhabendes Königreich mit einem hohen Turm, der bis in die Wolken hinaufreichte. Viele Jahre lang herrschte Frieden im Königreich, doch nach dem tragischen Tod des Königs verkleidete sich der Dämonenkönig als Kanzler und beanspruchte das Reich für sich. Er schottete die Burg vom Rest des Königreichs ab und sperrte die Prinzessin in den Turm. Die Prinzessin weinte jeden Tag und blickte traurig aus dem Fenster auf ihr armes Königreich hinunter. Zu jener Zeit wurde ein junger Ritter aus einem fernen Land an die Küste gespült. Er wrang das Salzwasser aus seinem Umhang, blickte auf und sah die Burg in der Ferne. Diese Burg war sein Ziel und der Beginn seines Abenteuers. Verdammter Mist! Schon wieder verloren und ich hatte diesmal sogar die Großangrifffähigkeit. Dieser blöde Dämonenkönig, wie soll man den denn schlagen? Wahrscheinlich klappt es nur, wenn die Gruppe größer ist. Ich höre Glocken. Oh verdammt, wir sind spät dran. Wir müssen in die Schule. Wir spielen nach der Schule weiter, okay? Klar, wir sehen uns später. Wieso muss ich denn nicht in die Schule? Ich muss John aufwecken. Na gut. Ah, da ist er doch. Wir sind doch wach. Okay, ich würde sagen, einfach mal rausgehen, oder? Prolog. Die Welt dort oben. John, komm endlich. Die Glocke hat geläutet. Wenn wir nicht zur Mine zurückkehren, kürzt der Bürgermeister dein Gehalt. Wieso kann der Bürgermeister mein Gehalt kürzen? Und da ist ein Ausrufezeichen. Öffnen. Du kannst hier deine Erinnerungen verwahren. Im Kühlschrank, das ist praktisch. Aber wenn du sie wieder herausnimmst,
Bist du dann wirklich noch du selbst? Das ist mir zu deep. Deine Erinnerungen speichern auf jeden Fall. Eine Kopie von uns wird im Gefrierfach abgelegt. Ist das nicht toll? Da ist ja einer. Bei Tagesanbruch aufstehen, für jede Münze bluten, die man verdient. Muss verdammt hart sein, als Bergmann zu arbeiten. Ist kein leichtes Leben. Aber es reicht für einen Gartenflamingo, also kann es ja nicht so schlecht sein. So, sind schon schrullig, die Figuren hier. Na, fangen wir mal bei dem an. John, siehst du heute aus wie immer. Hast du es eilig? Vom besten Bergmann der Schmortopfinsel erwarte ich nichts anderes. Jeden Tag ist es das Gleiche. Hier unten gibt es nichts zu tun, außer zu schlafen. Vielleicht habe ich ja Glück und träume heute von der Sonne oben. Wieso muss ich arbeiten und du darfst den ganzen Tag schlafen? So, wer seid ihr? Ihr seid Kinder, oder? Wieso seid ihr nicht in der Schule? Vielleicht seid ihr zu jung. Solltest du nicht längst in der Arbeit sein? Ich wusste es. Du bist einer von diesen Typen, oder? Was? Bürgergeldempfänger? Nur wenn's notwendig ist. Welche Typen? Ein Loser, der seinen Job nicht behält. Stimmt's? Hey, noch habe ich meinen Job. Aber wenn ich hier so rumdrödel, vielleicht nicht mehr. Oh, ich sehe gerade, wir haben so eine coole Tasse, die hier Regenwasser auffängt oder so Tropfwasser. Wir haben wenigstens fließend Wasser in unserem Bus. Ist ja kein Wohnwagen, sieht eher aus wie ein Bus mit nur einer Tür vorne. Ja, ist halt so. Männer sind das Letzte. Aber hast du nicht gerade einen Partner? Klingt nicht gerade sehr überzeugend, wenn du das sagst. Mein Muller ist anders. Und das sollen wir dir glauben? Ha, das nennt sich Liebe. Das würdest du nicht mal verstehen, wenn ich es dir erkläre. Ja, ist auch ein schwieriges Konzept. So, was haben wir denn hier? Nicht wirklich was, dann... Oh, da unten können wir auch rein. Zumindest sieht das so aus. Können wir hier auch lang? Raketenfriedhof. Hier werden also die Raketen begraben. Da kann ich aktuell nicht rein. Dann müssen wir wohl doch hoch. Das sieht Ausrufezeichen, Warnung, links. Das kann nur richtig sein. Goodwood. Für Leute, die Englisch können, das ist doppeldeutig. Oh, hallo John. Was machst du hier? Du solltest dich sputen, wenn du nicht zu spät kommen willst. Ja, dann laber mich doch nicht zu und lass mich laufen. Und hier ist ein Pop. Ich glaube, das ist ein Diner. Oh, können nicht rein. Sieh einer an, wenn das nicht John ist, ha. Willst du so früh schon was trinken? Du bist nicht besser als Chuck. Und komm ja nicht angerannt, wenn du unten im Loch umkippst, weil du getrunken hast. Ich wollte das doch nur erkunden. Wieso sind alle so unfreundlich? Was hast du denn auf der Rübe? Du bist einer der Bergmänner, nicht wahr? Du solltest lieber nicht nach oben, oben, oben. Sonst kommt das Unglück nach unten, unten, unten. Na gut. Spinner gibt's überall. Was haben wir hier? Nix zum Einbrechen. Schade eigentlich. Hier haben wir was, was wie Regenschirme aussieht im unteren Bereich, aber es regnet doch gar nicht. Ah, Bergarbeiterschlafsaal. Das sieht doch schon richtig aus. Wir haben hier sogar einen Herd. Können wir nicht mit interagieren? Das sind die Schlafsäle. Können wir hier irgendwas mopsen? Sieht aktuell nicht so aus. Vielleicht ja hier. Irgendwer, der seine Goldzähne hier lagert. Wir brauchen nämlich Geld. Ich habe, glaube ich, nur 100. Na gut, dann wollen wir mal hier rein. Da ist ein Nachttopf. Da ist eine Nachttasse. Und da ist eine Nachtkiste. 50 Salz gefunden. Nice. Hatten die anderen auch Kisten? Bin etwas irritiert, weil die nicht geleuchtet haben. Da ist eine Kiste. Kann ich nicht öffnen.
Okay. Und hier. Zwei Kisten kann ich nicht öffnen. Okay. So viel dazu. Mine. Ja, die braucht man ja. Ach komm schon, sei nicht so geizig. Obwohl, die Stimme gefällt mir nicht für ihn. Ich leihe es mir doch nur aus. 2 Tage, höchstens. Du bekommst es zurück, wenn ich fertig bin. Das sagst du jedes Mal. Trotzdem habe ich noch nie was zurückbekommen. Tja, nun... Sieh einmal an, John ist da. Die Pünktlichkeit in Person. Deine Uhr muss der Gott der Zeit persönlich angefertigt haben. Und du siehst wie immer entzückend aus, Sam. Weißt du noch, was ich dir beigebracht habe? Natürlich. In Löchern unter Stein, Schätze verborgen im Kleinen. In der Mine wird gesprengt, Kavum, Sicherheit zuerst, sonst ist deine Zeit schnell um. Ich grabe und suche nach Reichtümern. Bravo, eines Tages wirst du eine wahre Minenexpertin sein, Sam. Natürlich wird sie das, sogar noch besser als John, denke ich. Verdammt! Was ist denn jetzt wieder los? Wir haben ein Problem. Ein großes Problem. Schinken? Schnecken. Oh nein, Schnecken. Hoffentlich keine Zimtschnecken. John, wie gut, dass du da bist. Komm mit. Was habe ich jetzt mit den Schnecken zu tun? Hey, warte doch. Ich komme mit den ganzen Stimmen durcheinander. Das tut mir leid. Du solltest nicht einfach so wegrennen, kleine Sammy. Dort drin ist es gefährlich. Du solltest lieber hier bei Onkel Chage bleiben. Chage, Chage. Wir schützen dich vor den Schnecken. Aber mir geht's doch gut. Ein sehr guter Punkt. Sam, möchtest du die Geschichte hören, wie der Bürgermeister gegen den bösen Drachen gekämpft hat? Nicht die schon wieder. Na gut. Dann gehen wir mal hier Schnecken zerteilen, würde ich mal sagen. Ein Glück habe ich Salz gefunden. Obwohl ich natürlich weiß, dass es im Spiel ein bisschen anders funktioniert. Die Schnecken sind in der Höhle, Richtung Westen. Ich dachte, ich soll nach Osten. Das Spiel heißt Ostwärts, übersetzt. Hey, was für ein Arsch. Da bist du ja, John. Die Schnecken sind in der Höhle, Richtung Westen. Und du... Such den Schlüssel zum Lagerraum. Wir brauchen die Bomben von dort, um die Schneckennester zu zerstören. Mach doch selber mal was. Ja, hier Wache stehen. Worauf wartest du noch? Der alte Chuck ist schon zum Lagerraum gegangen. Ich bin, direkt hinter dir. Ja, ja. Dich kenne ich doch, du Schmarotzer. Oh, die kann ich verschieben. Hier komme ich leider nicht rein. Wer ist das? John? Bist du das, John? Ja. Keine Antwort. Das muss John sein. John, öffne nicht die Tür. Diese Schnecken zapfen unseren Strom an. Wenn du sie nicht erledigst, können wir das Licht nicht wieder einschalten. Na gut. Nein, Schnecken. Ich muss Schnecken verkloppen. Und die geben mir, glaub, ein bisschen Salz. Ich glaube, Salz ist sogar die Währung hier. Hab das Spiel zwar 2 Stunden schon gespielt, aber irgendwann letztes Jahr. Also 2022. Nee, 2023, sorry. Nein! Hört doch auf, mich zu attackieren. Das heißt, so viel habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ist also für mich quasi eine neue Erfahrung. So, ui, was ist da los? Kann ich das irgendwie umschalten? Ja, wunderbar. Ich hau Schnecken auf die Rübe. Ich frag mich, warum ich nicht einfach die Schnecken essen kann. Die sehen doch sehr vitaminreich aus. Die spawnen aber ein bisschen zu schnell.
So, ich glaube, ich kann hier Kabel verbinden. Das heißt, wenn ich diesen hier mache, dann geht die Tür da unten auf und wir kriegen ein Erfolgssymbol. So, was ist denn hier drin? Totenkopf. Sind da die Bomben drin? Zumindest ein richtig geil großer goldener Schlüssel. Der ist doch bestimmt einiges wert. Oh, ich kann die Kisten nicht zerdeppern. Schade eigentlich. So. Ist immer gut, wenn der Generator läuft und die Sicherung drin ist, Kabel neu zu verbinden. Das gibt definitiv keinen Stromschlag. Keine Sorge. Aber macht's bitte nicht zu Hause nach. John! Die Nester, John! Wenn du die Nester nicht mit Bomben zerstörst, kommen sie wieder zurück. Nester sehen ja widerlich aus. Achso. Ja, ja. Wieder das. Ja, ist gut. Ja. Ja, sag mir doch, dass sie nicht da geradeaus weiterlaufen können. So, da gibt's wahrscheinlich Bomben drin. Kann ich die inzwischen aufmachen? Nee. Wo ist denn das Kabel hierfür? Also da müssen auch Bomben rauf. Das kann ich natürlich verschieben. Machen wir das mal aus, wie man es eigentlich machen sollte. Ist hier hinten irgendwo der Stecker? Nö. Aber irgendwo muss das doch lang gehen. Vielleicht so? Beziehungsweise, wenn wir die beiden trennen, dann gibt es ja nur noch den Weg nach oben. Das ist meine primitive Elektriker-Erfahrung. Aber ich glaube, das hat auch nichts gebracht. Ich suche doch die Bomben. Und wieso komme ich jetzt hier nicht rein? Brauche ich vielleicht doch was von hier unten noch? Ah, ich habe doch heute keine Ahnung. Ah, jetzt ist hier offen. John, die Bomben sind in der Pulverkammer. Mit den Bomben kannst du die Nester zerstören. Oh, das... Ah, da sind sie. Na komm, Trigger. Bombe nehmen. Oh, da freue ich mich. Die sieht ja freundlich aus. Wie ein Riesen-Chupa-Chup. Gut, jetzt nicht mehr auf dem Bild. Prima, du hast Bomben. Du findest sie im Waffenmenü. Na, da bin ich aber froh. Und wie setze ich die jetzt ein? Y. Hui. Das habe ich gut gemacht. So. Nein. Schnell Bombe rein und schnell weg. Ha. Euer Nest ist hinüber. Und ich habe wieder volles Leben. Ist das nicht schön? So, gibt es hier noch irgendwo Nester? Ich glaube nicht. Muss ich hier einfach dann zurück? Da sind noch mehr Schnecken hinter der anderen Tür. Ah, nimm die vor den leuchtenden Nestern in Acht. Da kommen die besonders fiesen Schleimer her. Oh nein. Ich brauche mehr Bomben. So, haben wir wieder 10 Stück. Und ich glaube, jetzt müssen wir durch die Tür, wo wir zuerst aufgehalten wurden. Ja. Und dann einmal hochgehen, bitte. Ist, glaube ich, nicht sicher, sowas in der Mine zu machen. Die ganzen Stützbalken gehen hier ja auch drauf. Bäm! Auf die Schneckenschnauze. Okay, hier haben wir... Nein! Dann Leuchtschnecke. Nein, ich wollte doch nicht raus. Nein, hat eine Bombe verschwendet. Komm, geh hoch. Ich mach euch alle. Ich glaube, die kann man hauen, aber nicht, wenn sie so blitzern funkelt. Oh, hier sind 2 Bomben. Aufnehmen, bevor die noch hochgehen wollen. Nein! Ganz schön fies, die Biester. In meinem Garten früher sah das immer etwas anders aus. Aber ich mag es auch, dass wir die mit einer schönen, soliden Bratpfanne eine volle Breitseite geben. Nein, die fiesen Dinger hier. Komm, geh hoch. Ja! Und fast 99 Salz dazu verdient. Ach, das ist doch schön. Also insgesamt nicht gerade durch die Schnecken. Nein!
Alles, was fleucht und kreucht. Aber im Moment kreucht's nur. Weg mit euch. Oh, kommen hier ganz viele von euch. Komm schon. Ja, Spawnkill. Ich habe auch was abbekommen. So ein Mist. Es ist etwas ungewöhnliches Verhalten von Schnecken, dass sie einfach aus der Luft reindroppen. Zumindest ich kenne das nicht. Vielleicht ist es in eurer Region ja anders. Bitte, bitte friss mich nicht. Keine Sorge. Schnief, schnief. Was für ein erfreulicher Anblick. Ich hatte dich schon für eins dieser allesfressenden Viecher gehalten. Ich bin's, der Quacksalber, Dr. Boguta. Nein, 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 ich darf mich nicht länger selbst so nennen. Sonst laufen mir noch die Patienten davon. Wusstest du, dass diese Schnecken das seltsamste Gel absondern? Wirklich. Es kann als eine Art Kleber verwendet werden, um Wunden zu heilen. Deshalb bin ich hier, um mir was von diesem Gel zu holen. Woher hätte ich denn wissen sollen, wie verrückt diese schleimigen Tiere sind? Ich hatte keine andere Wahl, als mich hier drin zu verstecken. Geh nicht, bitte geh nicht. Du bist doch dieser... Ja, du bist dieser bemerkenswerte Bergmann, John, nicht wahr? Ich habe gehört, dass du der Erste warst, der eine Person ausgegraben hat. Ja, kann ich alles. Ja, ja, hier, nimm schon, okay? Was habe ich bekommen? Street Cred? Ah, ein Hotdog, auch nicht schlecht. Wirf einen Blick in deinen Rucksack. Ja, mach ich später. Ich habe zwar noch kein Gel gefunden, aber das heißt nicht, dass ich nutzlos bin. Probier das Ding mal aus. Den Hotdog. Bei Zeiten, ich glaube, das ist ein Hilfe-Item. Brauche ich aktuell noch nicht. So, wir haben hier rechts noch Gänge. Nein. Au, 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 au. Jagt mal alle Chemiefässer da hoch. Oh, das hat was gebracht. Und da lag ein großer Verzeihung. Bin etwas heiser. Lag ein großer Salzklumpen drin. Können wir hier noch was machen? Nö. Ah, dann war es wieder Bombenverschwendung. Na gut, ich glaube, dann können wir zurückgehen. Sieht hier ja soweit alles entschneckt aus. Ja, Spiel ist auch der Meinung anscheinend. Wieso geht er denn rückwärts da raus? John! Schnecken! Ein ganzer Haufen! Ich glaube, das nennt man ein Parlament Schnecken. Was zum... Wieso sperrst du mich denn ein? Du Riesentrottel! Was hast du getan? Was? Hattest du nicht gesagt, da waren Schnecken drin? Ja, aber ich bin jetzt auch drin. Ah... Oh je. Oh je. Bevor zu viele nachkommen. Bisschen schnellere Bomben wären auch nett. Oh, da ist zumindest eine nachgespawnt. Eine Bombe. Das ist ja praktisch. Vielleicht kamen die auch aus der Kiste. Nein. Ja, doch mit den... Au, 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 au. Ich brauche eine Ausweichentaste. Oder eine Pfanne mit größerer Reichweite. Das wird auch helfen. Er hatte recht, das ist ein Haufen Schnecken. Hör mal auf, wiederzukehren. Bist doch keine Zombie-Schnecke. Na, anscheinend schon. Au! Ja, das sollte man nicht machen. Das ist ja auch dämlich. So. Weg mit euch! Hinfort, ihr Biester der kriechenden Unterwelt! Sehr schön. Warst du schon? Yay. Ich habe was hinbekommen. Maximale Herzchen erhöht. Oh. Ist doch gar nicht Valentinstag. Wird John das schaffen? Schwer zu sagen. Hoffentlich lässt er sich nicht zur Schnecke machen. Was für ein Arsch. Und das alles nur wegen dir. Oh, John, wir haben gerade überlegt, wie wir dich retten können. John!
Der Bürgermeister! Er ist auf dem Weg, John! Oh je, was will der denn wieder? Mist! Die Schicht ist vorbei und ich hab nichts. Der Bürgermeister wird nicht erfreut sein. Ich verschwinde von hier. Hey, warte! Los, John. Wenn dich der Bürgermeister erwischt, wirst du dafür büßen. Wofür büßen? Bei was erwischt? Können wir hier nach oben? Nö. Hier war man auch schon drin. Ich glaube, ich könnte höchstens meine Bomben noch auffrischen, wenn wir schon hier sind. Ja, jetzt haben wir wieder 10 Stück. Dann können wir den Bürgermeister vielleicht auch ordentlich einheizen, je nachdem, wie er sich anstellt. Oh je. Der Bürgermeister wird mich umbringen. Mir doch egal. Verräter. Was hast du gesagt? Psst, seid leise, er ist da. Oh je. Also gut, ihr Nichtsnutze. Mal sehen, ob ihr eurem Namen heute gerecht geworden seid. Ich bin ein Nichtsnutz. Leer. Und hier, leer. Ihr seid wirklich Nichtsnutze. Ja, alle. Und du? Ja, ich rede mit dir. Warum ist deine Kleine immer noch hier? Hältst du das hier für einen Spielplatz? Sie gehört in die Schule. Die Schulgebühr wird dir natürlich vom Gehalt abgezogen. Ha, ich mag ihn nicht. Hast du das gehört, John? Ich darf zur Schule gehen. Ist er weg? Puh, ich dachte schon, dieser alte Kauz würde mir wieder meinen Lohn kürzen. Er hat uns fast zu Tode erschreckt. Immerhin haben unsere Gehälter unbeschadet überstanden. Schmopfel mal 2 gefunden. Können wir im Rucksack betrachten? Das ist doch schön. Verdammt, schon wieder Schmöpfel. Kann ich nicht einmal mit Geld bezahlt werden? Ich habe den ganzen Monat lang nichts als Schmöpfel gegessen. Ja, klingt schon nicht so lecker. Nun, zumindest hat es funktioniert. Das muss ich dir echt lassen, John. Du hast uns aus der Patsche geholfen. Du gehst morgen bestimmt in die Schule, nicht wahr, kleines Sammy? Ohne dich wird es hier ziemlich öde sein. Ich komme wieder zurück, versprochen. Schwänze jetzt nicht und hör auf das, was deine Lehrer sagen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Lass das mit dem ich weiß, wir meinen das ernst. Wir wollen nicht, dass du auf dem Charon landest, nicht wahr, John? Ah, John, deine Pfanne. Was? Oh nein! John, deine Pfanne, sie ist kaputt. Mason soll sich das mal ansehen. Ja, es gibt nichts, was der alte Kauz nicht reparieren kann. Du findest ihn auf der Sonnenscheinfarm. Vielleicht kann er das Ding ja reparieren. Na, das klingt doch gut. Was ist eigentlich hier oben? Oh, mehr Höhle, da soll ich wahrscheinlich gerade gar nicht rein. Vor allem nicht ohne Pfanne, das geht nie gut. So, hier ist ein Klo. Können wir nicht mit interagieren. Hier unten ist Asenspinde. Na, da ist ein Trigger. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Ich bin noch etwas unentschlossen bei dem Spiel tatsächlich. Der Artstyle ist echt gut. Es gibt sehr viel zu entdecken. Und die Charaktere und die Story sind eigentlich auch ziemlich ergiebig. Aber irgendwie hat es mich einfach noch nicht so richtig gehuckt.
wie man so schön sagt. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt natürlich auch gern, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.